Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Rats. Wir haben unser neues Lager und müssen jetzt erstmal wieder schauen, was wir hier noch für neuen Krempel haben. Dazu werde ich jetzt erstmal wieder aber meine Gruppe zusammenstellen. Come with me. Ardomir, come with me. Und wir nehmen dann erstmal wieder. Moment, erstmal nehmen wir Quintus rein. Come with me. Und dann werden wir mal gucken, Quintus, der braucht wahrscheinlich erst noch keinen neuen Kram. Haben wir hier irgendwelche neuen Charaktere, mit denen wir reden können? Nehmen wir erstmal hier das Leder. Lumba Dredger's Stash. Schwarzpulver. An explosive mixture of sulfur, charcoal and salpeter ground into a powder discovered accidentally during a search of an elixir of immortality. The black powder failed to grant eternal life, but did a pretty good job in blowing one's enemies to bloody bits, which, come to think about it, contributes greatly to one's longevity. Base reagent. Aha. Oha, neues Schwert. Wurf Dingsbums. Ne, das ist auch ein Dolch. Ja, okay. Wir nehmen alles. Alles. So. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Das ist ein einhändiger Hammer aus Bronze. Interessant. Können wir eventuell dann auch einen besseren Hammer bauen. Und das ist unser Stash. Und da haben wir nochmal Leder. Genau, und unseren Stash, da können wir erstmal wieder den Müll reinsortieren. Haben wir gar nichts mehr, okay. So, wir haben 6 Hacken. Eine Hacke reicht. Wir tragen sowieso eigentlich immer den ganzen Schmuh mit uns mit. Eigentlich können wir das hier auch in den Dredgers Stash reinräumen. Weil das kann weg, das hat keinen Nutzen. Iron Balls. Small Iron Balls made from unknown purpose. Modifier Reagent. Mhm. So, wir nehmen jetzt mal den Hieron mit. Also mit nicht. Den nehmen wir einfach nur mal hier. Und dann gehen wir mal in das Crafting-Menü. Und wir hatten hier die Scorpion Light Armor. Da gehen wir erstmal auf die Ne, gehen wir nicht auf die Compose. Gucken wir erstmal an. Waffen. Hammer. Wir haben da einen neuen Schematic bekommen. Das Dingen. Ist quasi das gleiche, außer dass es einen höheren THC hat. Womit es insgesamt für mich, denke ich, besser ist. Aber aus dem Grund werde ich da jetzt keinen neuen Hammer bauen. Dann können wir mal gucken. Repair. Das würde 5 zum Reparieren benötigen. Das ist eine Light Armor, die auch nicht besonders gut ist. Also die hat jetzt normalerweise ein DR von 3. Ist damit halt immer noch schlechter als der andere Kram. Macht eigentlich keinen Sinn. Was ist das? Ein Turban. Okay, der kann in die Müllkiste. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ja,
Okay, was können wir denn mit dem... Das ist wahrscheinlich Alchemie. Damit können wir... Aha, 4 Punkte in Alchemie, damit könnten wir das hier bauen. Black Powder Bombe. Das ist dann Frag Grenades. Da bräuchten wir 6 Punkte Alchemie für. Ja, okay. Moment, haben wir doch überhaupt keinen? Ach, der greift automatisch auf den höchsten Skill zu anscheinend. Das heißt, wir brauchen den auch gar nicht in der Gruppe zu haben. Okay. Das ist cool, dann ist das mit dem Interface doch besser, als ich noch gedacht hatte. Decompose. Ja, können wir überhaupt irgendwas decomposen? Das übrigens zwar jetzt Iron. Würde aber jetzt auch nur Sinn machen, wenn wir auch was mit Iron bauen würden. Aber wir haben da so wenig, dass sich das auf jeden Fall so ist nicht ausreicht. Wir hatten aber auch noch hier genau 10. Da bekommen wir aber auch nur 5 durch. Das reicht nicht, um irgendwas zu bauen. Ja, das können wir eigentlich auch ignorieren. Baut mal eine Lampe. Mhm. Dann könnten wir hier doch was Besseres bauen. Crossbow, ein Hand-Crossbow. Mit einem Trefferbonus und einem passiven Effektbonus. Ich meine, es macht keinen Sinn, das nicht zu bauen, weil das sowieso nur Holz ist und wir Holz quasi unbegrenzt haben. Also das hier können wir jetzt zerschrotten. Compose. Ja. Die anderen Waffen, die sind schon alle ausgereizt. Wir bräuchten also mehr Alchemie. Und mehr Crafting, um jetzt auch mal bessere Sachen zu bauen. Aber dafür bräuchten wir natürlich auch Gegner, wo wir unsere Charaktere entsprechend steigern können. Und die haben wir ja jetzt nicht. Also da, naja. Gut, dann reisen wir mal weiter. Oh, da hängen ein paar Leute rum. Vielleicht können wir, der sieht so aus, als man den retten könnte. Wir nehmen aber erstmal das Holz mit. So, Roxana. Haben wir die nicht eben besiegt? Once again you see the woman you've met earlier. She's nailed to a crude cross, her face bloodied and bruised. You again, says the woman, spitting blood. The fuck you want? What happened? Reinhardt happened, fucking lunatic. He said I failed him too many times, as if his man did any better. Are you going to remove the bloody nails or what? And why would I do that? Reinhardt and I have an unfinished business. If you are going after him, you can use my help. Reinhardt is dead. Are you the new boss? She looks at you quizzically and then it dawns on her. You're not. You're going to fight your way out of here. Take me with you. You are going to need all the help you can get. Trust me on it. Ja, Katja Dawn, nehmen wir natürlich mit. Mhm. Missed me already? Smirks the woman. How did you end up here? Politics, shrugs Roxana as if it explains everything. I killed a man who was off limits. Darista warned me, but I didn't listen. Never did like that bitch.
That's not much of a story. You want a story? I was with a boatman of Styx in Madoran. It's a big city. No shortage of people if someone wants dead. So one day Lorenza of House Kalani asks me to take her to take care of someone for her. He's a good client, plenty of money and enemies. I run the contract by Hamza. He gives me his go ahead. But that fucking bitch says no. That fucking bitch would be Darista, the new guildmaster. She was cozying up to Galeus ever she got to Madurin. I bet that's how she got the job in the first place. My mark was one of Galeus' allies. So Darista says no because Galeus and his people are off limit now. But you killed them anyway. I didn't join the boatman to take orders from that no-name bitch. I had to make a point. To be honest, I thought it would get Darista into trouble, in trouble with Galeus. Maybe even get her thrown out from the guild. But boy, was I wrong. How did you survive here? You mean, how does a professional killer survive among backstabbers, highwaymen and other scum? It's easier than you think. Kill the first few fools who think it's going to be easy, and the rest will leave you alone. Then join the right crew and life gets bearable again. It worked like a charm until you came along. Come with me. Mhm. Schön, dass sie die mit ihrer Armbrust ans Kreuz genagelt haben. Oh, das ist ein Heavy Crossbow. Aha. Guck mal, was die für Werte hat. Ja, Constitution 6 ist gut. Oh, ja, ja, ja. Die ist auf jeden Fall deutlich besser als den Charakter, den wir da vorher hatten. Also 5 mehr Hitpoints. Hat hier gute Werte. Hat einen Dodge-Wert, der brauchbar ist. Und, ja. Das einzige Problem ist halt, Dagger ist eigentlich nicht so schön. Hat aber noch 20 Skillpunkte. Da müsste man halt jetzt überlegen, worauf man die weiter ausbaut. Wieso haben die denn alle Crossbow? Das ist schon der dritte Charakter mit Crossbow. Das ist auch Kappes. Ja, und Dagger ist halt auch nicht cool. Aber ich denke, das macht mehr Sinn, die zu nehmen als den Quintus. Der 10 Actionpunkte. Ja, 12. Ich schreibe mir das mal auf. 6, 10, 6, 9, 5, 4. Okay. 5, 1, 1, 1, 1, 1. Die letzten beiden sind 6. 8, 1, 2, 1, 1. Ja, aber ich glaube, die kann man gut mit einer Armbrust ausrüsten und dann einfach im Hintergrund mit der Armbrust kämpfen lassen, ohne dass man der Großes geben muss, weil die ja auch Dodge hat. Das mit dem Dolch macht halt irgendwo wenig Sinn. Dann nehmen wir auf jeden Fall, nehmen wir den Quintus mal gerade nochmal mit und nehmen dem die Sachen ab, die für andere sinnvoll sind. Also diese Rüstung hier.
auch. Da müssen wir mal gucken. Das hat eine Armor Penalty von 11. Das hat 6. 10. Ja, da könnten wir halt auch noch was neu bauen, aber machen wir nicht. Das hier muss reichen, hat eine Armor Penalty von 6. Das kann die dann tragen, zusammen mit dem. Das hier kann weg. Dann können wir einen Crossbow, Heavy Crossbow. Used mainly as siege weapon. Reload 5. Damit kann die aber halt auch nur sehr selten schießen. Also das macht, glaube ich, keinen wahnsinnigen Sinn. Ich meine, er macht zwar 2 Punkte mehr Schaden, aber wenn die damit einfach einen Schuss mehr pro Runde rausbekommt. Weil damit kann sie dann einmal schießen, nachladen, schießen. Und mehr ist dann nicht. Is capable of penetrating any armor? Granting extra power and penetration, but takes longer to arm. Wir haben aber doch gar keine Angaben, wie viel Penetration wir da haben. Ich kann die ja erstmal damit kämpfen lassen. Und dann gucken wir mal. Ja. Und es wäre halt jetzt eigentlich schön, wenn wir eine Option hätten, dass wir mal einen Schwächeren mitnehmen können, um denen halt mal ein paar mehr Skillpunkte zu verpassen. This place must be one of Dredger's cultivated gardens. Da muss man hochklettern. Da sind noch mehr Pflanzen. Disturbed by your arrival, two scorpions crawl out of the vegetation to see what all the fuss is about. Und ich glaube, das lade ich jetzt nochmal, da können wir, die sind zwar jetzt auch nicht so super schwach, aber dadurch, dass das nur 2 sind, laufe ich nicht in Gefahr, dass meine Leute da stark angegriffen werden. Erstmal muss ich auch noch heilen. Machen wir so. Das heißt, ich müsste jetzt den Verrückten reinnehmen, den Silas.
Er hatte mit dem Speer gekämpft. Oder den Kyros, der hatte mit der Armbrust gekämpft. Das war... Ne, der hatte auch keinen Sinn. Der Silas, das war mein Alchemist. Come with me. Ja, dann müssen wir das ja gerade nochmal anders machen. Also, Roxana, nehmen wir die Rüstung ab. Jawohl. Dann nehmen wir... Nenn ich den. Nehmen wir den Silas mit. Come with me. Er kriegt jetzt die Rüstung, nur für den Fall. Er hatte den Speer. Und dann gucken wir mal gerade. Das ist der einhändige Speer. Bronze haben wir ja eigentlich noch über. Zweihändiger Speer, der kostet auch nur 3,4 mit einem Trefferbonus und einem Crit-Bonus. Jawohl. Weil Bronze haben wir jetzt sowieso mehr als genug noch. Da oben. Dann darf der jetzt damit kämpfen und einfach von hinten immer mal wieder zustechen. Während die anderen sich halt um die Skorpione hauptsächlich dann kümmern. Ja. Ah, dann können wir auch direkt hier den Crab mitnehmen, weil das war ja der Einsammeltyp. Das kann der hiermit noch nicht mal. Okay, dann müssen wir dann auch nochmal zurückkehren, wenn wir denn einmal gestiegen sind. Wie viele Skillpunkte hatte der noch? 5. Er brauchte für Alchemie 10, also nach dem Kampf sollte der es zumindest einmal steigern können. Dann setzen wir die Charaktere weit zurück. Ja. Abwarten. 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 Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den kleinen Skorpion. Also da laufe ich dann einmal rüber. Wobei der auch den blocken könnte. Ach, der hatte eine Stärke reduziert. Da muss ich mich dann nachher mal drum kümmern. Macht hier erstmal regular. Ist zu wenig, fast. Naja, aber machen wir sogar mal Power. Ja. Dann kann der nämlich jetzt hier ran. Einmal fast, einmal regular. War nix. Und der kann da drüber stechen, genau. Regular zweimal. Schön. Der kann jetzt einmal mit Fast drauf kloppen. Sauber. Dann fangen wir an. Wir können hier auch jetzt ordentlich durch die Rüstung durch. Fast. Na. Schön. Kaputt. Er kann damit leider nicht mehr schlagen.
Dann müssen wir abwarten. Giftet. Im Großteil geblockt. Dann machen wir mal einen Regular. Und nochmal ein Power. Das Problem ist, dass da fast nichts durchgeht. Regular. Fast. Da warten wir mal ab. Schlagen erstmal mit dem. Vielleicht kriegen wir das gesenkt. Ja. Gut. Das ist nicht so schön. Nochmal einmal Regular und einmal... Ah, oh, schön. Passt. Und das war schon... Ah, shit. Sauber. Da haben wir jetzt ziemlich runtergeknüppelt. Das können wir auch mit normalen Angriffen drauf gehen. Da ist immer noch 4. Der meiste Schaden kommt durchs Gift, aber... Oh, sauber. Passt. Rationen. Er hat nicht wirklich viel Pulver bekommen. Noch bei 8. Aber wir haben jetzt auch nicht viel Schaden genommen, also das ist okay. Haben wir denn mit bei den anderen was, was sie steigen können? Der hat 50 Punkte. Dann machen wir hier mal den Block weiter. Markus kann Dodge weiter ausbauen. Adomir kann auch Block verbessern. Ne, der kann erstmal den Speer verbessern. Ne, nochmal einmal Block und dann verbessern wir den. Das ist doof. Aber Block 6 ist mir zu wenig. Nummer 7. Jawohl. Heilen müssten wir. Wir haben aber nichts mehr. Wir könnten aber jetzt wahrscheinlich wieder neu bauen. Oh, wir haben Fenner-Berries. Das ist auch ein Modifier. Was steht denn da? A natural coagulant. These berries are used by healers to stop bleeding. A skilled alchemist can create a powerful extract that will greatly increase blood coagulation and reduce the blood loss in combat. Unfortunately, the effect is temporary and thus poses a potential danger. After a few minutes, the wounds will open up again, causing unexpected damage. Modifier. Ja, das klingt nicht so, als wenn ich das benutzen wollen würde. Aber wir können auch gerade noch ausprobieren, ob wir was anderes zusammenmixen können. Das hier ist ein Basisreagenz. Das kann ich mir auch gerade noch aufschreiben. Black Powder. Und das macht eine Black Powder Bombe. Damage 0 bis 0. Ne? Und mit dem zusammen ist es eine Frag-Granate. Das hier braucht ein Skill von 6. Bomb. Frag. Und das andere war, glaube ich, 3.
A clay pot filled with black powder and iron balls when thrown it explodes an impact, flinging the balls waywardly with tremendous lethality. Increases chance of breaking armor, partially ignores DR, can be placed in a belt slot. Und das braucht aber eine Skill von 4. Okay, dann haben wir... Das können wir nicht kombinieren. Golden Berry. Quick Lime. Hatte ich das mal mit irgendwas? Ja, mit Rock Oil. Keine Ahnung, mit was man das dann kombinieren kann da. Aber das hier war ja noch ein Basisreagenz. Das könnten wir noch gerade schauen, ob wir das mit irgendwas anderem verbinden können. Eine Giftbombe. Ne. Okay, dann müssen wir nur hier Heilung bauen. Einmal. So, looten müssen wir die auch noch. Naja. Ja, wir könnten... Naja, lass mal so. Passt. Okay, wo können wir jetzt hin? Da geht's nicht weiter. Geht nur nach oben. Wir könnten jetzt theoretisch halt eine Plattenrüstung mit den Skorpion-Dingern bauen. Aber ich... War nicht so gut, oder? Reacher. Heavy Armor. 5 DR. Selbst wenn wir das andere auseinandernehmen, würden wir nur 2,5 bekommen. Das würde auch nicht ausreichen. Also. Ja. Crystal Caves. Okay. Dann gehen wir mal in die Crystal Caves. So. Harvest. As you turn the corner, 3 agitated scorpions lunge forward. There's some blood on the floor, but it seems that their prey managed to get away. The scorpions look determined not to make the same mistake twice. Oh, das sind aber 3. Und das sind alles Elder. Ja, da braucht man dann wieder eine richtige Crew. Da kann ich dann auch direkt wieder laden. Und, Moment. Da können wir auch mal gerade gucken, dass wir die Stärke wiederherstellen. Haben wir dann noch einen, ja, genau. Heals Stat Penalties. So. Das können wir mal geheilt. Dann müssen wir Roxana mitnehmen. Dann kann die damit draufballern. Der Kampf, der wird wahrscheinlich nicht ganz trivial werden. Da werden wir jedenfalls wieder runter zurück müssen dann, um das weiter zu looten. Gibst die beiden Sachen wieder ab. Come with me.
Ja klar, also wenn man Solo spielt und entsprechend die Skills alle direkt komplett hochpushen kann, weil man halt so viel Int hat, dann könnte man jetzt hier entsprechend die mit solchen Splittergranaten kaputt machen. Die Option haben wir natürlich jetzt nicht. Wieso habe ich denn eine kaputte Rüstung? Okay, nochmal laden. Die müssen wir natürlich auch erst noch reparieren. Jetzt haben wir hier aber wieder den vollen Material Loss. Also das scheint der nur nicht korrekt zu speichern, wenn man den wieder rein und draußen nimmt. Das ist ja bescheuert. Der muss auch repariert werden. Wobei, da verbraucht wahrscheinlich sowieso jeder das gleich. Das macht also auch keinen Unterschied beim Reparieren zumindest. So. Nochmal. Ja, die müssen wir auf jeden Fall auch rankommen lassen. Sieht ein bisschen kaputt aus. Ja, einen Choke Point oder sowas gibt es ja auch nicht. Klar, wenn man jetzt nur einen Charakter hätte, dann könnte man. Na, selbst da könnte man nicht hin, weil die dann alle drei da drum stehen. Dann würden die nur ein paar Runden brauchen, um da hinzulaufen. Naja, komm, los. Abwarten. Abwarten. Einmal regular, einmal fast, reduziert um 2, das ist schon mal sehr gut. So, die kann natürlich nicht auf den schießen. Die könnte schon, wenn sie sich eins bewegt. Machen wir das. Sauber, nachladen. Und kann jetzt nochmal feuern. Vorne. Ja, einmal mit Power und einmal mit Regular. Da muss halt. Macht halt keinen Sinn, mit dem Fast zuzuschlagen, wenn da eh nichts durchgeht. Ach, Moment, der kann auch einmal. Ja, mach mal das lieber. Ja, weil der sollte möglichst schnell weg. Jetzt
kann ich natürlich hiermit nicht mehr angreifen. Dann benutzen wir den noch für ein Bash. Da muss der zumindest noch einmal ranlaufen. Und der kann einmal mit Regular. Yes. Ist leider nicht gesenkt, aber geht schon. So, die ist ja zuerst dran. Einmal nachladen und feuern. Gut. Natürlich möglich, dass die jetzt auch angegriffen wird, aber dadurch, dass die Dodge hat, sollte das auch okay sein. Oder der kann damit gerade noch drauf schießen weiter. Machen wir das. Mhm. Anladen und Feuer. Schade. Der könnte gleich mit einem... Aber den könnten wir eventuell töten, deshalb machen wir das lieber so fast. Ne, das reicht nicht. Schade. Gut. Sehr gut. Mhm. Unsere Charaktere sind... Ja, okay, der ist jetzt zuletzt noch dran, aber der sollte den jetzt tot bekommen, ja. Dann machen wir einmal Regular drauf. Na, toll. Ja, nachladen, einmal feuern. Nachladen. Wen nehmen wir da? Er hat halt schon 5 HP noch weniger. Nehmen wir den. Ja. Das war nix. Double Tap. Low Damage minus 2 Points. To Hit Chance plus 15%. Das ist aber ja jetzt nicht unser Problem. Ja, greifen wir zweimal mit Fast an und hoffen wir mal, dass wir... Da ist der gut durchgegangen. Sauber. Und einmal Power. Oh, okay. AP reduziert. Ich kann nur noch mit einem Dolch zuschlagen. Ah ne, er müsste so ein zweiter laufen. Ich glaube, dann kann die aber nicht mehr schießen. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ausprobieren. Regular. Wenn er nicht crittet, dann kommt da nichts durch. Der hat ein kleines Giftproblem. Fast. Ach, weil die Punkte reduziert wurden durch den Angriff. Okay, damit ist er wohl im Eimer. Wenn er jetzt nochmal drankommt, ist er tot. Also das kann ich jetzt schon nicht mehr schaffen im Endeffekt. Weil die müssten in dieser Runde beide sterben. Oder der hatte Glück und der resistet jetzt von dem mit dem nächsten Check was. Aber das glaube ich nicht. Nachladen. Ja, da geht's nicht mehr. Material Strike, Twitch Chance reduziert. Bypass. Moment. High Damage.
regular. Fast. Ja, das habe ich mir gedacht. Können wir laden. Auf ein neues. Okay, auf geht's. Abwarten. AP reduziert und ordentlich Aua. Der kann nur den angreifen. Einmal Regular, einmal Power. Könnte einmal swingen und beide treffen. Ja, sehr schön. Ist natürlich auch Glück, aber... So, die kann diagonal den angreifen. Der nimmt das und schießt auf den. Das macht halt mehr Schaden als der Speer. Der wartet mal eine Runde ab. Tot bekommen wir den eh nicht. Aber dann können wir den mit angreifen. Regular. Und noch einen Powerschlag. So, jetzt können wir da mal wieder einen Swing machen. War ganz okay. Nachladen, Feuer. Schön. Ja. 7. Naja, jetzt haben wir halt einen anderen, der am Bluten ist. Ja, ich glaube, da machen 2 schnelle Schläge mehr Sinn. Regular. Aha, schön. Na, Mist. Nachladen. Bin vor, sie kann sie ja nicht schießen. Sauber. Okay, dann machen wir jetzt hier 2 Fast. Ja, und damit ist der wahrscheinlich jetzt auch im Eimer. Wenn das einmal voll tickt, dann ist er tot.
Na, was ist das? Shit. Ja, und laden. Na, ja, aber das ist, ich meine, da könnte ich jetzt auch nichts irgendwie besser oder schlechter machen. Ja, gut, schlechter machen geht immer, aber das ist einfach nur Glück. Das Einzige, was ich ja anders wirklich komplett anders machen könnte, ist, dass ich Granaten werfe. Oder halt mehr Gegenstände einsetze. Ja, es wäre durchaus eine Möglichkeit. Dass ich vielleicht dieses Flammengedöns da wieder mache. Ach scheiße, jetzt habe ich die Runde von dem einfach weggeklickt. Das war natürlich kompletter Unsinn. Aber dann kann ich mal gerade gucken. Habe ich aber auch, glaube ich, gerade nicht mit, oder? Doch. Lass mal da diese Flammenscheiße auf die drauf werfen. Ja. Einmal Regular, weil der eine höhere Chance hat, genau die DR zu senken und dann Fast hinterher. Er kann zweimal da hinten drauf schießen. Da sind jetzt schon die AP gesenkt. Wie hoch ist denn da die Chance überhaupt, dass der... Keine Ahnung. Schießen wir auf den noch. Auch reduziert. Das ist schon ganz cool. So, der hat diese Liquid-Suppe. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, ob die da reinlaufen. Ob die sich einfach nur erschießen lassen. Die machen tatsächlich gar nichts. Okay, jetzt ist es weg. Okay, gut, nochmal nachladen. Er wartet erstmal ab. Tod bekommen wir da jetzt. Ah, doch. Der könnte rein theoretisch, wenn er da hinläuft und einmal schlägt und den dann auch noch gut erwischt, könnte der den töten. Ist aber unwahrscheinlich. Da kann ich besser abwarten und gleich einmal einen Dreifachschlag machen. Vergiftet, vergiftet und ordentlich Schaden kassiert. Er wartet mal ab.
Ihr geht nach vorne. Macht den Swing. Er hat gedodged. Doof. Einmal Regular. Und einmal Power. Meh. Machen wir nochmal Swing. Yes. Der hat nur noch 6. Mit Pech ist er sofort tot. Mit Glück ist er danach die Runde tot, was auch nicht ausreichen würde, um die zu töten. Oder der müsste halt Gegengift nehmen. Und Neustart. Ja, das ist schon böse. Das Feuer ist als mehr einen für Choke Points gut. Müsste ich dann wahrscheinlich auch so anwenden. Geht aber so natürlich dort schlecht. Müsste ich dann eins dahinter setzen? Naja, probieren wir es nochmal so wie eben. Ach scheiße, da habe ich das Ding jetzt gar nicht reingezogen. Ja. Was wir halt machen könnten, wäre das jetzt dahin, dann würde der eventuell zurückgeschleudert werden und wir könnten uns um den einen kümmern. Dann machen wir das. Okay, der ist jetzt zu mir rübergekommen. Dann haben wir jetzt zumindest nur 2 statt 3. War so aber natürlich nicht geplant. Okay, der kann jetzt 2-mal fast. Aha, gut. So, wenn wir den hier wegbekommen, schlagen wir jetzt 3-mal zu. Ja, der hat immer noch viel zu viel. Na, ja, und die anderen sind jetzt auch wieder frei. Der hat jetzt noch 1 HP. Das macht er lieber mit der kleinen Armbrust. Ja. So.
So. Kalif hat eine höhere Armor Damage Chance. Mit einer höhere. Ja, machen wir das. Na! 10. Ah, kommt jetzt drauf an, wie viel. Ah, gut. Wie die Angriffe laufen. Da hinten kann sie nicht angreifen. Machen wir lieber zweimal fast. Wieso geht denn das nicht? So. Der muss doch den angreifen können. Wieso kann der den denn nicht angreifen? Der kann auch diagonal angreifen. Das will gerade nicht. Sehr seltsam. Aha. Das sieht mir aber mehr nach einem Fehler aus gerade. Ne. Weg. Jetzt geht's wieder. Gut, aber jetzt sollten wir den recht schnell kaputt bekommen. Der hält ja nicht mehr viel aus. Gut. Geschafft. War aber auch wieder ein Akt. Take all. Yo. Ich glaube, da muss ich mehr auch einfach die Gegengifte schlucken, statt den Schaden davon auszuhalten. Denn, den Schaden zu heilen, braucht er mittlerweile mehr Tränke, als sie. Als ich an Gegengiften einfach rumliegen habe. Müsste ich halt wieder. Alchemie. Wenn ich das so nur so machen würde, würden die einen Fünfer erstellen. Das ist natürlich auch sinnlos. Ja, dann muss ich jetzt wieder zurücklaufen. Einen neuen Trank brauen. Und dann eventuell mit dem weiter. Ja, ich könnte hier erstmal weiterlaufen und gucken, was als nächstes kommt, damit ich dann auch weiß, ob ich den einen Typen wieder mitnehmen muss. Oder ob ich mit der Gruppe weitermachen kann. Naja, gut, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Das geht jetzt sehr, sehr langsam vorwärts. So jedem Mal einen schweren Kampf quasi. Aber gut, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!